Hallo, ich möchte euch mal wieder meine random Favorites zeigen. Das ist jetzt das zweite Video dazu. Ihr habt mir so ein bisschen geschrieben, dass ihr noch gerne sehen würdet, was ich so mehr gegessen habe und so weiter. Oder gerne getrunken habe. Ich werde mir Mühe geben, darauf einzugehen. Und ich fange direkt mal damit an. Und zwar mit Essenssachen. Und zwar möchte ich anfangen mit Süßigkeiten. Eigentlich ist das alles hier süß, was ich zeige. Naja, ist ja egal. Jedenfalls liebe ich Skittles. Und ich weiß nicht, warum ich nie darauf gekommen bin, hier mal zu gucken, ob es hier Skittles gibt. Und dann war ich neulich beim Warehouse und da habe ich die ganz zufällig gesehen. Und bei uns in Deutschland gibt es sie auch bei Rewe an der Kasse so, ne? Aber ich habe die bisher immer nur in diesen kleinen Verpackungen gesehen und die sind halt bei mir ruckzuck leer. Gerade die sauren, also die süßen mag ich gar nicht, aber die sauren auf jeden Fall. Und dann habe ich hier einen großen Beutel gesehen. Und habe ihn mir gekauft. Die ist ratzeputze leer. Das sind die sauren Skittles. Und die sind so lecker, Freunde. Ohne Witz. Ich mag generell so... Ich bin nicht so krass der Schoko-Fan eigentlich. Aber so alles, was sauer ist, das mag ich total gerne. Chips natürlich auch. Aber so saure Skittles, die waren so, so lecker. Und ich habe die so gerne gegessen. Ich habe teilweise so viel davon gegessen, dass meine Zunge weh tat. Kennt ihr das? Wenn ihr so ganz viele saure Sachen esst, dann tut eure Zunge weh. Das Problem hatte ich damit. Da werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal eine Tüte von kaufen, die ich dann mit nach Deutschland nehme. Weil da einfach viel mehr drin ist als in so einer kleinen Packung, ne? Und Jana kannte die gar nicht und Jana hat sich die dann auch gekauft und fand die auch total lecker. Also saure Skittles, wenn ihr die noch nicht probiert habt, probiert die auf jeden Fall mal aus. Dann, und das war total das Highlight für mich, ich liebe nämlich M&Ms, aber nur die mit den Erdnüssen drin. Also nur, ne, die Peanut-Dinger in der gelben Tüte. Und dann war ich neulich unterwegs und hat Jana mir eine SMS geschrieben, dass sie gerade M&Ms mit Peanut Butter isst. Und ich war total so... Was? Mit Peanut Butter habe ich noch nie von gehört. Und zwar ist es so, bei uns gibt es sie hier nicht in Supermärkten. Also ein Kumpel meinte, er hätte die hier schon gesehen, aber ich noch nie. Aber wir haben hier einen Fruit Shop. Wir haben hier zwei bei uns an der Straße. Und ich gehe mal nur zu dem einen. Und im anderen gibt es die Peanut Butter M&Ms. Und deswegen war ich da jetzt neulich und habe mir die gekauft, weil ich die unbedingt probieren wollte. Und oh mein Gott, Leute, die sind so lecker. Ich habe die euch auch schon im Nur ein Wort-Tag gezeigt. Da bin ich ein bisschen ausgerastet. Oh, jetzt habe ich natürlich gerade, wo Peanut Butter steht, ist aufgerissen. Da seht ihr es. Die sind so lecker. Ohne Witz, die sind richtig, richtig gut. In Amerika gibt es sie auf jeden Fall, aber hier gibt es sie auch nicht in jedem Supermarkt. Aber davon werde ich mir auch auf jeden Fall noch welche mitnehmen. Die sind halt leider total teuer. Ein so ein Ding kostet 2 Dollar. Das ist halt 1,20, 1,20 € für so ein Ding. Also nicht so günstig leider, aber ich werde mir die auf jeden Fall kaufen. Die sind so geil, ohne Witz. Ich habe das auch schon außenrum schon abgebissen, dann ist halt außenrum die Schokolade und innen drin habt ihr so einen Peanut Butter Kern. Und wenn sich diese harte Schokolade mit dieser weichen, süßen Peanut Butter vermischt, das ist die Explosion bei euch im Mund. Ohne Witz. Also wenn ihr da irgendwie rankommt, probiert die mal. Die sind richtig, richtig lecker. So, dann außerdem habe ich diesen Monat ein bisschen was gemacht, was ich sonst nie so gemacht habe. Und zwar habe ich mein Frühstück ein bisschen geändert. Ich habe nicht mehr so viel Obst mit irgendwie Haferflocken gegessen und dann Joghurt wie sonst, sondern ich habe mich anderweitig bedient. Und zwar habe ich Crumpets gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr Crumpets kennt. Ich habe einen Nagellack von Essie, der heißt Tea and Crumpets. Und ich wusste nie richtig, was Crumpets sind. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch das mal. Also das sind hier Crumpets. Ich will die jetzt nicht auspacken, sorry, aber die sind noch zu und so sinnlos aufmachen, das wäre irgendwie dumm. Das sind Crumpets und die sehen quasi aus wie kleine Pfannkuchen. Aber die Oberfläche ist hier so strukturiert und die sind ganz, ganz weich. Und man macht die in Toaster, also so macht meine Gastfamilie das immer, ihr steckt die einfach in Toaster und die werden nicht braun oder so, nicht wie ein Toast, sondern einfach nur halt warm und weich, ein bisschen fluffiger als jetzt Pfannkuchen, einfach dicker. Und die mit Nutella, oh Gott, das ist so lecker. Meine, ich habe zum Glück das Glück, dass meine Gastfamilie auch immer Nutella da hat. In einer Gastfamilie ist das nicht so, Nutella ist ja relativ teuer. Und wenn dann irgendwie Freunde hier sind und die fragen, oh Gott, habt ihr Nutella? Und ich sage immer so, ja, natürlich haben wir Nutella. Und die sind immer total am Ausrasten. Die mit Nutella schmecken so, so, so gut. Oder auch einfach Butter. Ist auch ganz beliebt. So kalt, wie gesagt, isst man die nicht. Also man macht die halt immer in den Toaster. Und total lecker. Also so ein Crumpet zum Frühstück hat richtig gut geschmeckt. Die sättigen auch relativ gut, muss ich sagen. Also die sind zwar relativ klein, ne? So ein Crumpet ist so groß wie eure Handfläche, ohne die Finger vielleicht. Aber nach einem so ein Ding ist man eigentlich schon relativ voll, finde ich. Und zwar haben wir Mandarinen bekommen. Mein Gastpapa hat von der Arbeit aus
haben ihm Leute aus dem eigenen Garten Mandarinen mitgebracht, weil die so viele hatten. Und die sind total klein. Ich habe euch mal hier eine mitgenommen. Also das ist meine Hand, ne? Die ist so klein. Ich habe auch neulich ein Foto, das kann ich euch vielleicht irgendwie unten in der Infobox verlinken oder vielleicht blende ich es euch einmal sehen. Da war so eine ganz, ganz kleine Mandarine bei, die war vielleicht so groß oder so. Total süß, habe ich noch nie gesehen, musste ich natürlich fotografieren. Und die sind echt klein, aber die sind so lecker. Generell muss ich sagen, dass hier das Obst so gut schmeckt. Das sagt aber auch wirklich jeder, das Obst hier ist so lecker. Es ist teilweise echt teuer, so manche Früchte sind wirklich teuer. Also sowas wie zum Beispiel diese Kaki oder Sharonfrucht, die sind hier echt leider ziemlich teuer, aber das Obst schmeckt hier so gut. Also gerade Orangen oder so, finde ich, sind viel besser als in Deutschland. Das werde ich echt vermissen, dieses total leckere Obst. Ja, aber Mandarinen habe ich auf jeden Fall, waren total mein Favorit und die hatte ich jetzt auch neben dem Bett liegen, weil teilweise habe ich das abends so, dann gucke ich irgendwie YouTube-Videos und dann kriege ich nochmal so ein, ich muss was essen. Und dann ist es ganz gut, wenn man sich nicht die M&Ms reinhaut, sondern vielleicht eher eine Mandarine, ne? Also deswegen, ja, total, total lecker. So viel war es zum Essen, ansonsten gab es nichts Besonderes bei uns zum Essen zu berichten. Dann wollte ich euch noch ein paar Klamotten zeigen, die ich diesen Monat total gerne getragen habe. Ich wollte anfangen mit Schuhen. Das sind Schuhe, von denen ich euch in den letzten Random Favorites erzählt habe. Sie sind neu, aber ich habe sie jeden Tag getragen und das sieht man auch. Und zwar sind es Chucks. So sehen sie aus. Es sind die kurzen Chucks. Und was mir sehr, sehr gut an denen gefällt, ist diese niedrige Sohle. Also wenn ihr Chucks habt, wisst ihr, normalerweise ist die Sohle ungefähr doppelt so dick. Die ist jetzt ein bisschen schmaler und ich habe mir die hier in einem Outlet-Center gekauft und ich fand die Farbe total schön, weil das so ein, oh, ich kann das ganz schlecht beschreiben, so ein Grün-Grau-Mix ist. Und ich fand die so, 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 so schön. Und die musste ich mir unbedingt kaufen. Und ja, ich bin total begeistert von denen. Ich liebe diese Schuhe. Die sind total bequem. Und ich habe das auch so gemacht, dass ich da nur so reinschlüpfen muss, wisst ihr? Die muss ich nicht zumachen und so weiter. Ich hatte die auch jetzt die ganze Zeit an. Also egal, wo ich war, ich hatte die immer an. Ja, habe ich sehr geliebt diesen Monat. Dann außerdem ein T-Shirt, das habt ihr mich, glaube ich, in einem der letzten Videos tragen sehen. Und zwar ist das von Hurley. So, ich muss das mal hier richtig machen. Das ist ein weißes T-Shirt und da steht einfach nur Hurley drauf. So, tada. Ja, ist nichts Besonderes. Bei mir ist es einfach so, wenn meine Mutter das Video sieht, die wird nur mit dem Kopf schütteln. Ich liebe Weiß. Ich habe schon als Kind Weiß geliebt. Ich bin aber auch immer so ein Mensch, der total kleckert. Das ist mit Weiß natürlich nicht so toll. Also ich war wirklich immer das Kind, dann so weiße T-Shirts und dann schön Tomatensauce gegessen und so. Und dann natürlich aufs T-Shirt geschmiert. Das ist mir hier Gott sei Dank noch nicht passiert, weil hier ist es so, dass man größtenteils die Wäsche kalt wäscht. Also unsere Waschmaschine ist zum Beispiel nur an einen kalten Wasseranschluss angeschlossen. Ich kann gar nicht heiß waschen. Und deswegen wäre das sehr unpraktisch, wenn ich das irgendwie noch versauen würde. Aber bisher ist mir das noch nicht passiert. Und ich liebe das. Das ist ein total schönes T-Shirt. Und irgendwie macht das meine Gesichtsfarbe hier in der Kamera komisch. Ist ja egal. Jedenfalls habe ich das total gerne getragen. Zusammen mit einer Sweatjacke, Strickjacke, wie auch immer man es nennen möchte. Ich sage immer Strickjacke. Und ich wurde früher in meiner Schule von einer Freundin ausgelacht. Deswegen, weil sie gesagt hat, Saskia, das ist gar keine Strickjacke. Aber ich habe da immer Strickjacke zu gesagt. Ich habe die nämlich früher ungefähr gesammelt. Ich habe nur Strickjacken getragen. Jeden Tag hatte ich irgendeine Strickjacke mit dem T-Shirt. Und hier habe ich mir jetzt zwei neue gekauft. Genau, zwei neue. Unter anderem diese hier. Auf die habt ihr mich angesprochen, weil ich die im Vlog anhatte. Und zwar ist das diese hier. Die hat eine wunderschöne Farbe. Die ist von Quicksilver. Und ganz viele von euch haben mich eben gefragt, wo ich die her habe. Also sie ist von Quicksilver. Und die ist total schön. Die ist super bequem. Hat halt eine Kapuze, ne? Also hier eine Kapuze. Und innen drin ist das so ein bisschen, ja, so Frotti-mäßig irgendwie. Total super bequem zu tragen. Und dann hat die hier so Bömsel dran, ne? Unten ist es ein bisschen dunkler. Das ist jetzt nicht verfärbt oder beim Waschen passiert, das gehört so. Und ja, die habe ich total, total gerne getragen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr die noch irgendwo bekommt. Ganz viele von euch haben mich danach gefragt. Die hatte so eine Himbeerfarbe so ein bisschen. Das habe ich sehr, sehr gerne getragen. Ansonsten noch zu Serien, was ich unglaublich gerne geguckt habe diesen Monat, war Dexter. Ich muss sagen, ich habe Dexter mal angefangen vor einiger Zeit und das hat mir gar nicht
gefallen irgendwie. Also ich habe einfach, der Funke ist nicht so übergesprungen, wisst ihr, wie ich meine? Und dann habe ich das aber neu angefangen und ich bin jetzt bei der dritten Staffel und ich liebe Dexter. Und ich finde Dexter und Rita zusammen so unglaublich witzig. Also einfach gerade diese anfänglichen Szenen, wenn sie irgendwie versuchen will, ihn zu verführen und es klappt irgendwie nicht. Und für ihn ist das eh alles komisch, weil er ja sozial so ein bisschen sehr speziell ist, sage ich mal. Das ist einfach unglaublich witzig. Also, es ist so komisch. Ich finde, die bringen das richtig gut rüber, diese komische Stimmung dann zwischen den beiden, wie sie halt irgendwie versucht, was zu machen, wozu sie eigentlich noch nicht bereit ist und was sie auch irgendwie nicht so kann. Und wo er sich irgendwie auch nur so denkt, so Hilfe, ich bin mit der Situation überfordert. Das ist einfach so witzig. Ich muss mich so kaputt lachen. Und generell finde ich auch das Thema von Dexter eigentlich sehr interessant, das Thema der Serie, worum es sich da dreht. Auf jeden Fall sehr interessant und fesselnd, aber das ist auch eine Serie von, keine Ahnung, von wann ist denn die Serie? 2009 oder so? Ich glaube, die ist schon ein bisschen älter. Ich entdecke sowas immer, wenn alle anderen das schon geguckt haben. Deswegen, bei mir ist Dexter gerade voll in. Wahrscheinlich haben 90% von euch die Serie schon komplett durchgeguckt. Wehe, ihr verratet mir irgendwas, ja? Keine Spoiler hier drunter, bitte. Das habe ich gerne geguckt und dann habe ich noch eine neue Serie angefangen, die sich Revenge nennt. Ist auch eine sehr interessante Serie, kann ich euch auch empfehlen. Es geht um ein Mädchen, das, obwohl, nee, da erzähle ich nichts drüber. Ich habe immer Angst, dass ich dann zu viel erzähle und dann vermiese ich euch den Spaß an der Serie. Ist auch so ein bisschen wie Pretty Liars, so ein bisschen. Also ein bisschen so geheimnisvoll, mystisch, hinterhältig. Falls ihr darauf steht, dann schaut euch mal Revenge an. Das ist auch eine Empfehlung von einem von euch gewesen. Jemand von euch hat mir das in die Kommentare geschrieben, dann habe ich das so gegoogelt und dann klang es interessant und dann habe ich es geguckt. Also vielen Dank für eure Tipps. Wie gesagt, wenn ihr noch Serientipps oder so habt, schreibt es immer unten in die Kommentare. Ich schaue mir das wirklich immer an und ich lese auch jeden Kommentar. Deswegen, ja, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Das habe ich gerne geschaut. Ansonsten gerne gehört. Diesen Monat habe ich Taylor Swift. Ich bin so ein kleiner Taylor Swift-Fan, was total witzig ist, weil sich das erst hier entwickelt hat. Ich war vorher gar kein Taylor Swift-Fan in Deutschland, überhaupt nicht. Und dann kam ich hier und meine Gastmama hat das immer gehört. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, das ist ja witzig, dass du das hörst, weil bei uns hören das nur so kleinere Kinder und so. Und sie und ihre beste Freundin hören das halt total gerne. Und dann bin ich da irgendwie auch mit auf den Zug aufgesprungen. Und Taylor Swift kommt jetzt, glaube ich, im November oder Oktober hier nach Auckland und gibt ein Konzert. Und ich muss zugeben, dass ich sehr traurig bin, dass ich nicht hier sein kann, um zu ihrem Konzert zu gehen. Vor allem die Nichte meiner Gastmama geht da auch hin. Und das ist wirklich schade. Ich wäre so gerne mitgekommen. Sie sucht nämlich sogar eine Begleitung und ich meinte die ganze Zeit so, oh Michaela, ich würde auf jeden Fall mitkommen, aber ja, ich kann ja nicht mitkommen. Ja, und was ich total gerne von ihr gehört habe, ist Starlight, das Lied, und hier, Sparks Fly. Das ist auch so ein Lied, weißt du, jeder kennt es, aber ich habe es jetzt für mich entdeckt. Naja, besser spät als nie, ne? Habe ich auch schon oft gesagt, den Spruch. Ja, das war's für meine Random Favorites. Ich muss mich jetzt wieder mal beeilen. Ich habe noch viel zu tun. Ich muss noch die Kinderzimmer machen und die Wäsche machen und dann muss ich die Videos schneiden und bla bla bla. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Wann auch immer und wann auch immer ihr das Video seht, wann auch immer ich es hochlade. Gerade jetzt, wenn ich es hochlade, wenn ihr es seht, bin ich gerade im Skiurlaub. Nur, dass ihr es wisst. Und ja, deswegen habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch meine letzte Buchrezension anschaut. Bis dann, tschüss.